So, was hast du? Nein. Möchte ich nicht. Verkaufe ich ja immer. Du hast, glaube ich, auch Sachen, oder? Ja, nein. Hier warst du? Ah, nein, das war der verbuggte Typ. Ah, Mist, da müssen wir ja hier entlang. Was? Eigentlich wollte ich bei dir kaufen. Ach, Moment mal, jetzt kann ich mit ihr reden und wenn sie oben ist, kann ich kaufen oder wie? Dann warten wir mal, bis sie wieder oben ist. Oder muss ich dafür hoch? Ja. Nö. Dann weiß ich nicht mal. Haben wir bei ihr jetzt schon gekauft? Ah ja, da haben wir das Eissatz, ja. Dann bleibt ja nur noch sie hier. Schaufel, Resistenzsteine haben wir sogar welche. Dann die Steine. Felle. Edelsteine. Ich finde es schön, dass wir die hier kaufen können, Leute. Die sind aber teurer als die anderen. Als als die Früchte, wie Tarbananen und sowas. Also lohnen sich die hier tatsächlich nicht oder eher weniger. Jetzt haben wir hier aber alles durch. Wo gibt es denn dann die Rezepte? In der letzten Stadt? Oder wo? Naja, mal sehen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal eben die eine Quest. Die hier. Erfülle alle Aufträge für Mihail. Ich weiß nur nicht mehr, was er wollte. Burg Vares war er, glaube ich. So, irgendeins hiervon. Vielleicht das Blaue hier. Nein. Das Rote hier. Nein. Das Gelbe. Ja. 10 schwarze Steine. Speicher dort. Wir kaufen jetzt 10 schwarze Steine, Leute. Und was war das erste? Ich glaube, 5 blaue wollte, oder? Wir kaufen uns jetzt auch noch 5 blaue. Damit wir die wieder haben, die wir hergegeben haben. So, und jetzt 10 schwarze. So. Bin ich ja mal gespannt, was er als nächstes haben möchte dann. Sei gegrüßt, aufrichtige Vampire. Habt ihr vielleicht 10 schwarze Steine dabei? Natürlich, bitteschön. Hehe, das ist sehr nett von euch. Ein wenig Zerstreuung in diesen Zeiten des Leids. Zerstreue dich nicht so sehr, sonst verlierst du das Schloss noch an die Elras. Keine Sorge, ein Pflichtbewusstsein kommt vor meinen Hobbys. Und so werde ich euch selbstverständlich für eure Mühen entlohnen.
2000 Fehler erhalten. 2 Feuersphären vor 2 erhalten. Lasst mich euch für Lady Nyria, Sir Alex und eure Söldner zu dem viel versprochen. Wie versprochen, eine Hitzeklinge lehren. Nyria, Alex sowie alle Söldner beherrschen nun die Technik Hitzeklinge. Sehr gut. Damit können wir die Eras deutlich besser bekämpfen. So hoffe ich. Man kann im Kampf mit diesen abscheulichen Magiern gar nicht genug Techniken haben. Wohl wahr, Miel. Eine letzte Ladung Steine hätte ich wohl gerne noch. Dann wäre ich wohl versorgt. Könntet ihr mir 20 rote Steine besorgen? So einfach wird das sicher nicht. Aber wir werden die Augen offen halten. Das verstehe ich. Nehmt euch Zeit. Es ist nicht wirklich wichtig, Freunde. So. Hitzeklinge. Hier, ein glühender Schnitz. Grundschaden 140. Schwäche. Und wir sind fast wieder pleite, Leute. Aber hey, dafür haben wir jetzt die Quest von ihm dann fertig. Und das finde ich toll. Euch wieder zu sehen gibt mir Hoffnung. Wie läuft der Kampf gegen die Eras? Er läuft gut. So gut, dass wir sogar Zeit hatten, deine 20 roten Steine zu sammeln. Ihr seid zu gutig, Freunde. Ich habe euch wohl ganz falsch eingeschätzt. Danke. Ach was, schon in Ordnung. Schön, wenn sie dir Freude bereiten. Vor allem bereiten sie mir Ruhe. Irgendetwas entspannt mich zutiefst, wenn ich diese Steine ansehe. Wie dem auch sei, ihr habt so viel für mich getan. Habt mir trotz eurer schweren Aufgabe noch etwas Frieden verschafft. Es wird Zeit, mich angemessen dafür zu bedanken. Hier, das ist mein Schwert Sonnenklinge. Ich bekam es zu meiner Beförderung zum Anführer von Sarsmos. Doch jetzt könnt ihr es sicher besser gebrauchen als ich. Bist du sicher, Miel? Du musst uns das nicht geben. Oh, aber ich will es. Ich bin nicht materialistisch. Naja, zumindest solange es nicht um hübsche Steine geht. Ich will, dass mein Schwert der richtigen Sache dient. Vielen Dank, das wird es. Sonnenklinge erhalten. 3 Feuersphären vor 3 erhalten. 3 Blutorangen erhalten. Schön. Schön. 3 Blutorangen, Leute. Da können wir wieder was machen. Clanführer Miel ist ab jetzt als Gegner in einer anderen Ebene verfügbar. Aha. Wahres Tauschqueste-Statue ist ab jetzt in einer Galerie verfügbar. Dabei kann ich mich nun endlich auf die Vollendung unseres Plans konzentrieren. Ich werde euch auch weiter mit aller Kraft. Ich habe tapfer unter Sonne von Gurgwaras für euch streiten. Aber übertreib es nicht. Du weißt, dass du da zunächst deine Kraft vorschnell zu verpulvern. Oh, ihr kennt mich viel zu gut, Lady Nyria. Auf bald, werte Freunde. Ich bin immer hier, sollte ich euch der Sinn nach einem Schwarz stehen. Hallo Freunde des Guten! Was führt euch erneut unter die Sonne von Varis? Wir sehen uns nur um, ob hier auch alles in Ordnung ist. Dank euch und eurer Truppe ist es das, ja. Meine Männer und ich brennen darauf, die Eras zu besiegen. Noch etwas Geduld, bald machen wir ihnen den Chaos. Viel Glück dabei, solltet ihr mich brauchen, ich bin hier. Schön. Malna ist rasend. Naja, gib ihm mal schlafen. Dann ist er nicht mehr rasend.
So, wir haben doch unsere anderen Steine immer noch, oder? Wir haben rote Steine, schwarze Steine und weiße Steine haben wir immer noch. Moment mal. Ach, nein, blaue Steine waren das ja. Die weißen Steine brauchten wir gar nicht. Lol. Die hatten wir ja alle dauernd weggegeben. Aber gut. Dann haben wir jetzt die Quest auch fertig. Da müssen wir leider noch warten. Ich glaube, da müssen wir dann bei Ginos. Da können wir rein. Machen wir das doch mal. Wir sind zwar jetzt fast wieder pleite, aber ein bisschen was geht ja noch. Und bis zum nächsten Mal haben wir wieder sehr viel Geld. Bis zur nächsten Aufnahme. So, kurz zwischenspeichern mal. So, wo war der Typ? Da war er nicht. Da gehen wir nachher mal rein. War er hier? Nein, da war ja die Frau. Wir sehen mal bei den Häusern rechts nach. Hier nicht. Da geht es raus. Hier vielleicht. Wer war's? Du warst das nicht, oder? Hm, vielleicht oben. Das ist eine Frau. Aber wir suchen einen Mann. Also sind wir hier falsch. Halt, das ist der Waffenladen. Da sind wir auch falsch. Ah nein, da brauchten wir ja einen Termin. Na gut. Ah, er war es, glaube ich, oder? Da seid ihr ja wieder. Und, habt ihr es rausgefunden? Ja, haben wir. Und, was für Blumen mag sie? Sie mag Lanusblüten, besonders die roten. Rote Lanusblüten? Oh, sehr gut, da komme ich schnell ran. Ich danke euch. Kein Problem. Hier, nehmt das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Eisrune erhalten. Amulett der Nymphe erhalten. Eigentlich wollte ich das schenken. Ihr das schenken. Aber ich glaube, die nackte Frau darauf ist wohl nicht so passend. Danke und viel Erfolg. Sie ist ein Kerl. Ho, ho, ho. Nein. Jetzt besorge ich erst einmal die Blumen. 51.600 Erfahrungspunkte erhalten. Super. So. Amulett der Nymphe haben wir, glaube ich, jetzt schon mehrmals, oder? Zweimal, genau. Geschicklichkeit und Wasserresistenz. Okay, welche Quests haben wir noch? Die würde ich gerne machen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ist das die falsche? Hm. Dann müssen wir nach Genos, das sind die Schreine. Ja. Dann reden wir jetzt mal mit der Bäckerei. Nein, das ist die Kirche. Hier ist die Bäckerei. Dreimal Brotleib erhalten. Das war zuvor noch nicht da. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Novrum.
So, wo war er denn? War er vielleicht sogar hier? Ja! Da seid ihr, Vampire! Habt ihr mein Brot dabei? Oh, sagt, dass ihr es habt! Ganz ruhig, hier ist es ja! Oh Gott, sei Dank! Endlich! Wenn ich nicht bald mein Brot bekommen hätte, wäre ich noch durchgedreht. Was hat es gekostet? 1500. Wir haben es einfach genommen. Es hat nichts gekostet. Lügen? Nein, 1500 Filar. Das ist es allemal wert! Hier, das wird dich mehr als entschädigen! Saphir erhalten. Und das könnt ihr auch noch haben! 2 Feuerrunen halten. Danke. Dann viel Spaß mit deinem Brot. Oh, den werde ich haben. Den werde ich haben. 103.200 Erfahrungspunkte halten. Oh, man nennt dieses Brot nicht umsonst. Brauner Himmel. Wie kann man nur so besessen von etwas sein? Naja, so ein besessene... Ach, ich wollte jetzt die Gedanken lesen, aber es geht leider nicht. Okay. Das finde ich echt schade. Man erkennt sofort, bei denen, die irgendwie gemordet hinzugefügt worden sind, kann man nicht Gedanken lesen. Das ist echt schade ein bisschen. Naja. So, jetzt haben wir die Quest auch fertig, Leute. Das gefällt mir sehr. Was haben wir denn jetzt noch für Quests? Ich glaube, gar keine mehr, oder? Außer der Hauptquest und so Nebenbei-Quests. Ja gut, die hätten wir noch, aber da geht jetzt irgendwie gerade gar nichts. Und dafür brauchen wir das letzte Schloss. Nein, wir haben soweit jetzt alle Quests durch, Leute. Cool. Naja, die Rezepte hätte ich halt schon noch gerne, aber naja. Was machen wir denn dann jetzt als nächstes? Ach, fliegen wir mal zum Gasthaus. Wie sieht es hier eigentlich mit dem Kopfgeld aus? Aber meine Kopfgeldjägerin, die wollte uns... Also irgendwie ist das irgendwie komplett untergegangen. Hat die eigentlich auch was zum Kaufen? Hm. Irgendwie nicht. Naja. Geben wir unsere Juwelen ab. Zwei Saphire haben wir. Zwei neue Vampirkrieger im Schloss. Super. Zwei Diamanten haben wir gefunden. Zwei neue Vampirmagierinnen im Schloss. Drei Topas haben wir. Und dafür kriegen wir jetzt drei neue Vampirlords im Schloss. Vier Smaragd haben wir. Dafür gibt es 4 neue Werwölfe. So, dann hätten wir das auch wieder erledigt. Dann. Machen wir jetzt wieder Schatzsuche, Leute.